Gespannt, was da gleich draus wird. Das wird gleich ganz böse krachen da oben bei denen. Aber ich lasse mir das nicht gefallen. Die haben mich angegriffen, da gehe ich gleich so rein. Ja. Eigentlich können sie dagegen nicht halten. Ihr geht hier hin. Nächste Runde. Oh Mann, ey. Nächste Runde. Friedensvertrag abgelaufen, Friedensvertrag abgelaufen. Soll ich nochmal versuchen, einen neuen zu machen, ich? Mach mal ruhig, versuch ja. Das war mit Ägypten, ne? Muss ja gucken, wer feindlich ist, ne? Ne, die sind jetzt freundlich. Friedensvertrag bedeutet ja nur, man greift nicht Man kann sich untereinander nicht an. angreifen, ja. Ägypten. Einmal Ägypten. Besprechen. Freundschaftserklärung unterzeichnen. Muss ablehnen. Nein, der will gar nichts mehr. Okay, du kannst auch nur einen Friedensvertrag machen, wenn sie im Krieg mit dir sind. Azteken. Nächste Runde. Die stoppen uns ganz schön damit mit unserer Produktion. Auf Wiedersehen. So. Okay, da haben wir schon mal wieder den scheiß Franzosen. Der will wieder mein Land einnehmen hier. Gucken, ob ich den Frankreich da besprechen. Gründet keine Städte in unserer Nähe. Inakzeptabel. Ich bin souverän und habe Recht, alle Ländereien zu besiedeln, die mir gefallen. Diese Beleidigung werde ich nicht vergessen. Versucht doch mal Handeln mit ihnen zu machen. Dass sie ihnen Gold anbietest oder was weiß ich oder irgendwas anderes. Wofür? Damit machst du Handel mit ihm und er wird mit dir gut dastehen. Oder ich töte ihn. Oder du tötest ihn. Ich werde gleich töten gehen. Hallo. Ja, weil das geht mir auf den Sack. Bin ich ganz ehrlich. Ich will hier meine Ruhe haben. Nächste Runde. 4, 4, 6. Und Kompass ist fertig. Wunderbar. Können wir wieder neue Forschung erstellen. Ja. Meine Straße ist auch gleich fertig. Boah, jetzt braucht er aber. Leck mich am Arsch. Das wohl heißt, wahrscheinlich wieder nichts Gutes. Passiert irgendwas? Ihr habt den Nö. Kompass entdeckt. Alles noch ganz okay. Ja, letztes Stück Straße buddeln sie jetzt. Ja.
Also entweder wir nehmen Bildungswesen oder Ritterlichkeit. Forschung wählen. Also der schreibt auf Bildungswesen. Ja. Ja, machen wir Bildungswesen. Alles klar. Und nächste Runde. Man, um den Chat eigentlich nicht zu klappen. So, bis jetzt noch nichts gesehen, ne? Nothing. Und meine nächsten Einheiten sind fertig. Drecksäcke, der Franzose da mal eine Stadt hingeklatscht, ey. Jetzt echt? Ja. Großer Händler. Goldenes Zeitalter. Machen wir noch so. Okay, nächste Runde. Leute, jetzt sitzt echt gerade hier haarig. Also. Gerade weil ich minus 3 Gold schon mache. Ja. Ihr habt Napoleon den Krieg erklärt, steht bei mir gerade oben. Ja. Wer ist Napoleon? Frankreich. Hast du angegriffen oder was? Ja. Okay. Ich hole jetzt seine Stadt. Ganz einfach. Oh, die sind am Bauen, am Bauen, am Bauen. Haben wir hier große Persönlichkeit entdeckt. Kann goldenes Zeitalter beginnen. Sonst nichts. Nächste Runde. Ich greife ihn jetzt noch nicht an. Oh Mann, mir geht irgendwie der Arsch auf Grundeis, weißt du das? Ja. So, ihr müsst so laufen hier. Und nächste Runde. Merkst ganz genau, wenn der Computer was vorhat, dann dauert es lange. Ja, das stimmt. Besonders, weil er jetzt mitten in mein Land hier eine Stadt hingeklatscht hat. Ja, ich sehe es gerade unten auf dem Radar. Ja. Ja, das ist genauso wie bei mir hier. Der Typ, der plant auch was, genauso wie ich, der sieht ja, dass ich hier eine riesen Armee hingestellt habe. Ja. Ja, und das nächste ist ja unten in Produktion. Das kann man ja alles einsehen. Ja. Genau. Da sind noch mal die Wagen und die Bogenschützen in Produktion. Okay. Nächste Runde, so Leute, ey, so langsam.
Produktion wählen. Katapult. Oh, wählt eine große Persönlichkeit für euer Reich. Große Künstler, Wissenschaftler, Händler, Ingenieur, großer General. Kann spezielle Modernisierung, Zitadelle bauen, die jede Einheit, die sich in ihr befindet, einen immensen Verteidigungsbonus. Ingenieur, Fabrikanlage, Händler, Wissenschaftler, großer Künstler. Ich mach mal Händler. Ah, mach das. Ingenieur. Verwendungsmöglichkeiten für den großen Ingenieur verbraucht. Wissenschaftler nämlich. Ja. Opfert die große Persönlichkeit, damit ihr automatisch eine Technologie entdeckt. Goldenes Zeitalter beginnen. Und dann können wir überhaupt sehen, in welchem Zeitalter wir sind. Ganz oben. Ne. Ja. Keine Ahnung. Ich würde sagen, im Forschungsbaum. Stimmt. Das ist aber noch ein weiter Weg. Wir sind ja mal gerade im Mittelalter. Ja. Alter Schwede, ist das noch ein weiter Weg. Freie Technologie wählen. Was forschen wir? Bildungswesen, ne? Ja. Physik, Stahl, dann mache ich Ritterlichkeit. Ja, mach einfach. So, jawohl, ihr habt die Ritterlichkeit entdeckt. Schön. Los, Andi, drück drauf. Der Computer hat sonst zu viel Zeit. Nächste Runde. Oh, oh, oh. Diamanten, Edelstein. Cool. Jetzt wird's böse. Handelsweg errichtet. Endlich. Endlich, sie buddeln zwar noch, aber endlich. So, reparieren. Oh, ich mach wieder null, genau null Geld. Boah, wurde auch Zeit. Eine Produktion wählen. Rede. Neutral. Einheiten befördern? Die nicht. Die auch nicht. Mehr habe ich nicht. Scheiße, ey, meine Güte. Zwölf Tage, drei Tage, 17, nächste Runde. Nichts vergessen, gut.
Washington hat das meiste Gold. Washington hat über 1000 Gold. Ja. Okay, nix. Oh, ich habe gar nicht drauf gedrückt. Sag doch was.